Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Hier sind wir wieder, Cyrenox am Start. Warum eigentlich wir? Hier bin ich natürlich und da seid ihr. Ja, worum geht es heute? Und zwar Battlefield 1, meine Lieben. Wir schreiben den Donnerstag, den 20.10. Morgen wird Battlefield released, aber, ihr könnt es heute schon spielen. Ihr seht, Spielen ist freigeschaltet. Ich erzähle euch auch direkt wie. Und zwar folgendermaßen. So, und zwar wie? Ihr macht es ganz einfach. Ihr geht auf, ich packe euch den Link rein, flyvpn.com/freetrial. Macht folgendes, und zwar kreiert ihr einfach simpel einen Account, geht easy peasy, zeige ich euch gerne hier zweiten Tab. Alter, schließen, schließen, schließen. So, hier einfach E-Mail angeben und Passwort, Passwort, fertig ist die Geschichte. Danach geht ihr auf Download VPN-App, ja, ladet ihr die runter, die sieht dann so aus. Ich darf jetzt nicht auf Disconnect drücken, weil sonst habe ich das Problem, dass ich nicht mehr zocken kann. Wäre sehr ärgerlich. Danach wählt ihr ganz simpel Australien aus. Das ist wichtig, das heißt, ihr geht simpel auf Australien, sagt dann Connected und dann connected ihr. Ihr müsst euch halt einmal anmelden mit euren Daten, die ihr hier als Account angegeben habt, Login-Daten, und danach könnt ihr das schon auswählen. Das ist free und zwar dreimal für 20 Minuten. Ja, so ist es halt. Ansonsten habt ihr die Möglichkeit hier über Porsches, übers Kaufen. Das ist eigentlich gar nicht so teuer. Das ist frei und hier kostet 10 Euro im Monat, kann man aber sofort annullieren. Die Möglichkeit habt ihr sonst auch. Ansonsten werde ich nochmal gucken, ob es noch einen anderen VPN gibt, aber aktuell kenne ich nur den, wo ihr die Möglichkeit nach Australien habt. Ist natürlich eine ganz geile Sache. Hier seht ihr insgesamt die Möglichkeit. Und in Australien ist die Geschichte halt schon freigeschaltet und ihr könnt sie spielen. Als Beweis klicke ich jetzt hier auf Spielen. Wir warten ein bisschen und ich wünsche euch dann auf jeden Fall 60 Minuten richtig Fun. Ich denke, ich werde mir gleich ein Premium kaufen, mich trotzdem nochmal informieren und notfalls in die Beschreibung gucken, meine Lieben. Dort werde ich nämlich einen externen Link dann reinhauen, falls ich einen anderen kostenlosen VPN finde. Wenn ihr im Game seid, so ging es damals bei Battlefield 4 und 3. Ich habe es jetzt hier nicht getestet. Die Mucke wird gleich laut, glaube ich. Oh, geht eigentlich. Dann habt ihr folgende Möglichkeit. Normalerweise kann man nämlich, wenn man auf einem Server ist, den VPN ausschalten. Das heißt, in diesem Fall würde ich es nicht machen, weil ihr könnt ja nur 3x 20 Minuten. Wenn ihr die Map nicht wechselt, also nein, Mapwechsel ist an sich in Ordnung. Wenn ihr den Server nicht wechselt, ist es völlig egal. Das heißt, ihr könnt euch einen Server aussuchen und könnt dort, denke ich mal, 24 Stunden spielen. Sobald ihr auf dem Server seid, einfach disconnecten, VPN ausmachen und dann müsstet ihr spielen können, weil ihr seid schon verbunden. Das ändert nichts am Origin und safe ist das Ding. Wenn ihr den VPN anmacht, seid so schlau, Origin vorher schließen, Origin natürlich neu starten, sobald der VPN connected ist. Fertig ist die Geschichte. Ja, ein bisschen hier kompliziert und durcheinander das Video. Liegt daran, dass ich das einfach mal schnell aufgenommen habe. Ich bin auch mega geil drauf. Ich werde jetzt daddeln, meine Lieben. Und ja, wir sehen uns dann wunderschön im nächsten Video. Also haust da rein, viel Spaß beim Zocken. Und falls ihr einen anderen Link findet, postet den in die Kommentare. So, haut rein, ihr Bitches. Tschüssing.